ich sage, dass er dann der beste Rennfahrer aller Zeiten war und heute auch noch immer ist. Vom Menschlichen her der interessanteste Charakter, den ich je in der Formel 1 kennengelernt habe. Seine Fahrweise war herausragend. Einsatz und Stil waren außergewöhnlich. Er war natürlich der Größte, auch für viele Fahrer, auch wenn die es jetzt nicht selber zugegeben haben. Es war ja für uns eine Ehre, gegen ihn zu fahren. Ich habe immer Glück gehabt, dass mir nichts Schlimmes passiert ist. Das liegt aber auch daran, dass ich beim Fahren nie über das Limit gehe und auch die Grenzen des Materials kenne. Sonst hätte ich längst Schaden genommen. Am 1. Mai 1994 haben Glück und Instinkt Ayrton Senna verlassen. Von hier sah ich das Auto, das nicht in die Kurve ging und einfach geradeaus in die Mauer fuhr. Es rutschte bis da drüben, wo es zum Stehen kam. Diese Bilder schockieren die Motorsportwelt bis heute. Aus der Perspektive von Michael Schumacher sieht man, wie unvermittelt Ayrton Senna von der Strecke abkommt. Ein gespenstisches Szenario, der leblose Senna in seinem Auto. Ich war der, der ihm den Helm abgenommen hat. Wir haben sofort gemerkt, dass er sehr schwer verletzt war. Ein Metallstück hatte den Helm durchbohrt. Er hatte Gehirnmasse im Gesicht, Hirnmasse kam aus der Nase. Bilder, die heute undenkbar wären. Live im Fernsehen verfolgt die Welt den aussichtslosen Kampf der Ärzte um Sennas Leben. Das war so schwer, ja, das Ganze kann doch nicht wahr sein. Er kann doch jetzt nicht gestorben sein, ja, Ayrton Senna. Irgendwo hast du es nicht geglaubt, aber es war einfach so. Titelverteidiger, also der Weltmeister 1983 auf Brabham BMW, Nelson Piquet. Keke Rosberg auf dem Williams Honda, Alain Prost auf dem McLaren TAC Porsche vor seinem Teamgefährten Niki Lauda. Nigel Mansell fährt den Lotus Renault. Aufsteiger der Saison Ayrton Senna mit dem Tourman Hart. So richtig aufgefallen ist er natürlich den meisten erstmals in Monaco im Regen. Ja, da mit dem unterlegenen Tolman. Den Rennleiter mit der roten Flagge bei Start und Ziel. Der erste Abbruch eines Formel-1-Rennens seit vielen Jahren. Man hat auf Alain Prost gehört, der die Verhältnisse draußen auf der Piste kennt. Monaco 84 war ein sensationelles Rennen von ihm. Was aber auch typisch war, er hat sich ja damals über den zweiten Platz überhaupt nicht gefreut. Er war so stinkesauer, dass das Rennen vorzeitig abgebrochen worden ist und man ihm damit sozusagen den möglichen Sieg geklaut hat. Jubel war das nicht. Der hat da versucht, mit der Rennleitung zu kommunizieren, weil er den Abbruch für ungerechtfertigt hielt. Man muss sich bloß sein Gesicht auf dem Podium anschauen. Und das zeigt eben diese Zielstrebigkeit, diesen absoluten Willen. Ich will das Bestmögliche. Und mit dem Zweitbesten bin ich nicht zufrieden. Es musste jedes Rennen gewonnen werden, das glaube ich, haben wir alle so in uns gehabt. Aber der Ayrton war einer, der auch das Freitagstraining, in dem es um nichts gegangen ist, auch gewinnen hat müssen. Und er hat auch bei den Testfahrten immer am Abend schnellster sein müssen. Er ist auch nie abgereist als bei den Testfahrten, ohne nicht schnellster zu sein. Du kannst ja verkrampft ehrgeizig sein und gibst dabei eine unästhetische Figur ab, ja. Aber Ayrton Senna hatte das alles so in Harmonie gehabt. Ja. Das hat zu ihm gepasst. Er hat das verkörpert, diesen Ehrgeiz. Und er sah dabei gut aus. Ja.
der Wechsel zu Lotus war dann eben auch seine Entschlossenheit. Ich will jetzt in ein besseres Team und wenn sich die Chance bietet, dann tue ich das. Dann gehe ich dahin. Estoril 85 war natürlich die nächste Demonstration seiner Regenfähigkeiten, wie er dort das gesamte Feld eigentlich in Grund und Boden gefahren ist im Regen. Damals war es ja auch so, dass es eigentlich selten war, dass Leute so reinkamen und sofort im ersten oder zweiten Jahr gewonnen haben. Und da ist das Ziel. Es gewinnt Ayrton Senna vor Michele Alboreto. Es hat sich abgezeichnet, dass da ein potenzieller Weltmeister fährt. Es gibt Persönlichkeiten, die Fähigkeiten angeboren haben, die einfach alles andere überschatten. Und er war einer davon. Und es war auch interessant, wenn wir irgendwo in ein Land gekommen sind, natürlich wollten uns da Fanclubs und so immer treffen und sehen. Natürlich wollten Prominente immer wieder mit uns in Kontakt treten. Nur bei ihr dann war es noch mal eine Stufe anders. Da hat sich dann einfach der Staatspräsident gemeldet und hat gesagt, er würde gerne den Ayrton Senna kennenlernen. Wenn man einen Teamkollegen bekommt, dann gibt es zuerst einmal ganz klar das direkte Duell, den direkten Wettkampf im selben Auto. Man weiß selbst nicht, ist man schneller oder ist man nicht so schnell wie der Teamkollege. Sowas dauert in der Regel nicht länger als, sagen wir mal, zwischen 3 und maximal 10 Rennen. Dem Prost ist es ganz genauso gegangen. Der hat auch noch 10 Rennen gewusst. Dann er dann, vom Speed her, kann er den schlagen. 1988, als er dahin kam, war es noch eine gesunde Rivalität. Da war von Hass noch nichts zu spüren. Da hat man auch noch halbwegs zusammengearbeitet, wie es in einem Team halt üblich ist. Die ersten heftigeren Auseinandersetzungen gab es Ende 1988, wo Prost dann behauptet hat, ja, er würde von Honda die schlechteren Motoren kriegen, weil Senna zu Honda die besseren Beziehungen hatte. Der Allen hat diesen Weg ausgewählt. Ich habe das nicht gemacht, liegt mir nicht, weil es ganz einfach, weil es nicht wahr ist. Ayrton hat nicht einmal einen besseren Motor gehabt, Ayrton hat nicht einmal ein besseres Auto gehabt. Die Autos sind immer so gut vorbereitet worden, wie das Team das drauf gehabt hat. Menzel rechts applaudiert bei der Siegerehrung, Prost links schaut demonstrativ zur Seite und unterhält sich. Und es ist klar, dass der Ayrton durch die Decke gegangen ist, weil der Gust, das stimmt nicht. Und er wollte eigentlich, dass jeder anerkennt, dass er der schnellste Rennfahrer dieser Generation ist, was auch war. Und darum hat sich da so ein Konflikt hochgeschaukelt, der zum Schluss sehr, sehr unangenehm war. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch ein paar Worte, Begriffe nennen und Sie sagen möglichst rasch, was Ihnen dazu einfällt. Ein Spiel, Sie kennen das. Alain Prost. Kein Kommentar. Der Unterschied zwischen ihm und mir ist so groß. So viel Zeit haben wir gar nicht, darüber zu reden. Aber im Ernst, ich möchte nicht darüber sprechen. Wir sind völlig verschieden, genau das Gegenteil. Senna greift an, Achtung! Und Senna zieht vorbei. Führungswechsel. Führungswechsel in der 27. Runde. Übernimmt Ayrton Senna im McLaren Honda die Führung von seinem Teamkollegen Alain Prost. Die letzten Meter für Ayrton Senna. Er jubelt bereits. Er weiß, er ist Weltmeister 1988. Und man kann sehen, wie er sich darüber freut, wie befreit er ist, diesen Titel endlich gewonnen zu haben. Er ist der Schnellste. Ich war dankbar, als ich die letzte Runde fuhr. Ich dankte Gott. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich tatsächlich die Weltmeisterschaft gewinnen würde. In dieser ganzen Anspannung spürte ich seine Gegenwart. Ich sah Gott. Es war ein besonderer Moment in meinem Leben. Er war sehr religiös.
Er hat auch immer vor dem Qualifying seine paar Seiten in der Bibel gelesen. Er ist dann immer im Motorhome gesessen und hat dort die Bibel gelesen. Es ist Leuten auf die Nerven gegangen und es ist vor allem nicht verstanden worden. Es ist halt in einer Welt wie der Formel 1, in der solche Dinge eher ungewöhnlich sind und dann auch gerade bei den Europäern auf sehr wenig Verständnis gestoßen. Und damit sind dann auch diese Interpretationen entstanden, die Prost ja dann zum Teil auch benutzt hat. Er hält sich durch seine Religiosität für unsterblich und deswegen geht er solche Risiken ein, was kompletter Blödsinn war. I believe in God and I ich glaube an Gott. Ich bin sehr gläubig. And I have my own way. Ich habe meinen eigenen Weg, ihm nahe zu sein und Frieden durch ihn zu finden. Die Religiosität kam zum Teil auch aus der Familie, gerade von seiner Schwester, die in dem Bereich sehr tief einsteigt, die sehr religiös ist. Er war sehr, sehr stark Brasilien bezogen. Er hat jeden Moment Trainingspause genutzt, um zurück nach Brasilien zu gehen. Ich finde es auch schwierig, da in Europa zu leben. Hat er gemacht, weil das einfach sein Job war. Aber in Wirklichkeit hat er sich nur in Brasilien wohl gefühlt. Die Laufschuhe hier sind gerade mal 2 Monate alt und schon total runter. Almost finished. Ich laufe viel. Lot of running. Diese ganze Umgebung, auch dort in dem Strandhaus, auch mit den Leuten, die er dort hatte, mit dem Personal dort, er hat ein unheimlich gutes Verhältnis zu diesen Leuten gehabt. Ganz anders, als das vielleicht in Brasilien damals und auch heute üblich ist, zwischen sozialer Elite und Angestellten. Das ist das, was die Leute dort heute noch sagen, dass das so ungewöhnlich war, auch wie er mit ihnen umgegangen ist. Das ist das Geschäftsviertel von Sao Paulo. Und da kommt mein neues Büro rein. Obendrauf bauen wir einen Hubschrauberlandeplatz. Und hier habe ich meinen Privatjet, mit dem ich um die Welt fliege. Da, wo Leader steht, da ist er. War das, wie er auch gern sein wollte, was für ihn Leben war. Und er hat sich da in Brasilien unglaublich wohl gefühlt. Und das war für ihn ein Rückzugsort und der Ort, wo er immer die Batterien wieder aufgeladen hat für die nächste Rennsaison. 1989 muss Ayrton Senna die letzten beiden Saisonrennen gewinnen, um erneut Weltmeister zu werden. Senna nach wie vor im Windschatten von Prost. Noch jetzt der Angriff von Senna und Kollision. Und da endet die Weltmeisterschaft und Prost ist Weltmeister. Doch so schnell gibt Senna nicht auf. Senna kann weiterfahren, müsste angeschoben werden. Er steht auf einer gefährlichen Stelle. Das geht. Prost ist out. Jetzt fährt Senna weiter durch den Notausgang, das darf er. Wie viel Zeit hat er verloren, das ist die Frage. Nannini war 1 Minute zurück, das könnte sich ausgehen. Und Sieg für Senna im Grand Prix von Japan. Aber diesen Sieg nehmen sie ihm. Die Disqualifikation ist damals ja eindeutig dadurch entstanden, dass Prost sich beim FIA-Präsidenten, bei Jean-Marie Balestre, seinem französischen Landsmann, beschwert hat und der Druck gemacht hat. Es war, wenn man es komplett sieht, sehr wohl ungerecht, wie er damals behandelt worden ist. Denn es gibt mindestens 10 Parallelfälle, wo eben jemand nach Ausritten genauso auf die Strecke zurückgefahren ist.
Ayrton Senna ist zutiefst verbittert. Eine weitere Saison mit Senna und Prost gemeinsam bei McLaren ist für niemanden vorstellbar. Prost geht zu Ferrari. Nach Rücksprache mit allen Beteiligten habe ich entschieden, ich werde nächstes Jahr nicht für das Team McLaren fahren. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis gehabt. Die Grundvoraussetzung ist immer, dass die Chemie passt. Und das war bei ihr dann vom ersten Tag an so. Das hat sich dann weiterentwickelt, speziell wie wir dann gemeinsam in der Formel 1 im selben Team waren, haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Und, Auf der Rennstrecke revanchiert er sich bei Alain Prost. 1990 erneut Showdown in Suzuka. Prost zieht herüber und geht in Front. Also der Abwärtsstart etwas günstiger für Ferrari und da ist Senna schon draußen. Wie es viele erwartet haben, schon die erste Kollision in der ersten Runde. Beide sind draußen. Prost und Senna in der ersten Kurve. Nach 300 Metern ist in Suzuka die Entscheidung um die Weltmeisterschaft 1990 gefallen. Ayrton Senna Weltmeister 1990. Und er gewinnt auch den Titel 1991. Damit ist er dreifacher Weltmeister. Es war dann klar, dass McLaren, der Höhepunkt McLaren vorüber war und dass Williams ganz stark auf der Aufholspur ist. Der Rennstall von Frank Williams hat die neuen Regeln für ein aktives Fahrwerk genial umgesetzt. Der Wagen wird wie von Geisterhand ausbalanciert. Williams wird so zweimal Weltmeister. Er dann hat immer zu mir gesagt, Gerd, ich gehe zu Williams, weil Williams wird in den nächsten Jahren dominieren, wie Dietrich Newey und. Wenn ich das beste Auto haben will in Zukunft, dann muss ich zu Williams. War aber dann im ersten Moment enttäuscht, weil das Auto nicht so funktioniert hat, wie man es sich vorgestellt hat. Als wir wieder mit passivem Fahrwerk fahren mussten, rächte sich, dass wir einige Sachen verlernt hatten. Wir hatten bei den Spitzengeschwindigkeiten Probleme mit den Luftströmen, sodass eine Menge Abtrieb verloren ging. Vor allem hinten. Deswegen war der Wagen ziemlich instabil in schnellen Kurven. In unserer Fachsprache sagt man unfahrbar und genauso war es auch noch in Imola. Und ich habe in Imola auch noch mit ihm über das Thema gesprochen und er hat aber gesagt, wir kennen unsere Probleme, wir müssen sie jetzt in den nächsten Wochen aussortieren und dann wird das Auto passen. Sennas Diskussion mit den Ingenieuren zeigt die Verzweiflung über das Auto. Dem ratlosen Chefdesigner Adrian Newey, der damals schon als Design-Genie galt, erklärt er resigniert, dass der Wagen mitten in den Kurven sein Verhalten ändert. Das Auto wirkte nur deshalb auch unterlegen, weil es halt gegen den Benetton fuhr, der gewisse elektronische Hilfsmittel noch hatte, die der Williams nicht hatte. Und da muss man sagen, Senna war da ganz konsequent. Der hat vor dem Saisonstart in Brasilien bei Williams nochmals nachgefragt und hat gesagt, ist auch wirklich alles draußen? Ich will mit einem hundertprozentig legalen Auto fahren. Er war sich sicher, dass Schumachers Auto noch Traktionskontrolle hatte. Er ging also in das Wochenende von Imola mit dem Gefühl, dass er selbst ein schwieriges Auto hatte, was uns klar war. Dass er aber noch einen unfairen Kampf führte, das machte ihn wütend. Aber wir konnten nichts beweisen. Das ganze Wochenende war eine Tragödie. Hat begonnen mit Barrichello, war ein Riesenunfall, der über die Tribünen da raufgeflogen ist. Bei den schrecklichen Bildern von Rubens Barrichellos Unfall ist kaum zu glauben, dass er mit einer gebrochenen Nase davonkommt. Es wirkt wie eine letzte Warnung. Da ist irgendwie eine schwarze Wolke über Imola gestanden. Kann man nicht erklären, warum das alles so an einem Wochenende zusammengekommen ist. Beim Anblick des brutalen Unfalls von Roland Ratzenberger am nächsten Tag im Qualifikationstraining
ist Ayrton Senna sichtlich geschockt. Er scheint sofort zu ahnen, dass der Österreicher nicht überlebt hat. Im Prinzip wussten beim Ratzenberger Unfall alle bei den ersten Fernsehbildern, was passiert war. Es war ein Schock für die ganze Formel 1 damals, weil ja über Jahre nichts mehr Ernsthaftes, wirklich Ernsthaftes so passiert war. Es hatte sich in der Formel 1 so eine Stimmung breit gemacht, es ist ja alles so sicher, es kann ja überhaupt nichts mehr passieren. Er ist ja dann da an die Unfallstelle rausgefahren, hat sich dort informiert, auch bei dem FIA-Arzt, bei Dr. Watkins. Ich habe noch versucht, ihn davon zu überzeugen, am Sonntag nicht zu starten. Denn er war sehr erschüttert über den Tod von Ratzenberger. Er hat darüber sehr, sehr lange nachgedacht. Und ich habe noch angemerkt, dass er ja keinem mehr etwas beweisen müsse. Er sei ja bekanntermaßen der schnellste Fahrer der Welt und immerhin dreimaliger Weltmeister. Und ich sagte, wieso wirfst du nicht einfach die Brocken hin? Wir hören beide auf und gehen fischen, denn er liebte das Fischen. Aber ich konnte ihn damit nicht überzeugen. Er sagte immer wieder, ich kann nicht so einfach aufhören, ich muss weiterfahren. Die Fahrerbesprechung findet da immer am Tower statt und man geht dann von seinem Motorhome dorthin. Er war ja dann schon bei Williams, ich war ja bei Ferrari, aber wir sind da gemeinsam hinspaziert und er hat mir gesagt, oh, ich rufe die nächste Woche an. Ich glaube, wir müssen uns noch mehr einsetzen in Sachen Sicherheit. Ich glaube, wir sollten nochmal reden und schauen, wie wir insgesamt Sicherheit auf einen höheren Standard bringen können. Es gab dann diese Versammlung der Fahrer, wo man beschlossen hat, sich am nächsten Rennwochenende in Monaco zu treffen, die alte Fahrergewerkschaft wieder zu beleben, sich weiter verstärkt für Sicherheit einzusetzen. All das ist an diesem Sonntagvormittag noch passiert. Und ich denke, er hat da versucht, die Negativemotion, den Schock und die Trauer zu kanalisieren in etwas, was dann wenigstens für die Zukunft was Positives bringen sollte. Die Bilder aus Sennas Onboard-Kamera kurz vor dem Unfall wirken bis heute elektrisierend. Aber sie geben keine Erkenntnis, was geschah. Ob Senna über das Limit ging oder die Technik versagte. Ich habe gesehen, wie er dann die Kontrolle verliert. Ich habe gesehen, wie er Richtung Mauer geht. Ich habe den Einschlag gesehen, weil ich war direkt neben ihm, wie er da an der Mauer entlang sich gedreht hat oder eingeschlagen hat. Habe aber den Einschlagwinkel so gesehen, dass ich gesagt habe, ah, das war okay. Der Winkel war okay. Das sollte eigentlich kein größeres Problem sein. Du siehst auf einmal die Trümmerteile. Natürlich denkst du erstmal, was ist denn da los? Aber du hast gar keine Zeit nachzudenken. Ich sah noch ein Stück Flügel oder Carbonteil, was gerade vom Himmel fiel und habe im letzten Augenblick noch ausweichen können. Im Krankenhaus von Bologna wird Ayrton Senna in den frühen Abendstunden für tot erklärt. Wir haben dann den Ayrton noch gesehen im Krankenhaus. Wir waren dann noch in der Intensivstation bei ihm. Und er ist dann, aber eine halbe Stunde später oder so ist er dann gestorben. Ja, dann geht das Ganze wieder von vorne los, so wie vorher bei Ratzenberger. Sollte man das weitermachen? Ist das richtig? Nein, es ist eigentlich das, was man am liebsten macht. Ein Risiko ist mir bewusst, kann an jedem passieren. Bei Ayrton habe ich gesagt, es ist irgendwie die Sonne vom Himmel gefallen. Er war eigentlich unser bester Mann und trotzdem kann sowas passieren. Das war meine erste Formel 1-Saison und du denkst schon nach dem dritten Rennen darüber nach, über den Sinn, ja? Ob es wirklich Sinn macht, so gefährlich zu leben. Es war schwer damals. Es war auch schwierig weiterzumachen, erstmal. Sehr, sehr tragisch ist, dass nach meinem Unfall ich dann in Innsbruck in der Klinik gelegen bin und einen Anruf gekriegt habe von Ayrton, der gesagt hat, wie geht's der Gerhard?
Sag ich, ja, mir geht schon wieder. Ich habe Verbrennungen und habe halt einige Verletzungen, aber bin bald einmal wieder auf die Beine. Sag ich, aber er dann, die Kurve, die ist Mist. Irgendwann wird dort wer sterben. Wir müssen diese Mauer verändern. Wir waren an Teste in Imola und sind zu Fuß von der Box vorgegangen in die Tamburella-Kurve, genau an diese Mauer, und haben über diese Mauer geschaut. Und haben gesehen, dass hinter dieser Mauer ein Fluss geht oder ein Bach geht. Haben uns beide angeschaut und haben beide gesagt, naja, eigentlich kann man die Mauer nicht weggeben, weil wenn man die Mauer weggibt, fliegt man gleich da in das Bachbett. Und haben beide mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, naja, eigentlich kann man die Mauer, muss man da lassen. Dass man die Rennstrecke ändern sollte und dass man da Schikane einbauen soll, so wie es heute ist, so weit sind wir nicht gegangen in unseren Gedanken. Und genau da, wo wir gestanden sind und runtergeschaut haben, genau dort ist er gestorben. Die Bilder wirken heute makaber. Während Sennas Wrack abtransportiert wird, formiert sich das Feld zum Neustart. Der Wagen wird oftmals untersucht, aber es bleibt ungeklärt, ob die Lenksäule brach, weil sie falsch eingebaut wurde. Was passiert ist, ich weiß es wirklich nicht. Es könnte sein, dass die Lenksäule versagt hat und er deshalb nach einer Bremsung einfach geradeaus gefahren ist. Oder ihm ist das Heck ausgebrochen. Er hat gegengelenkt, hat dann wieder Grip bekommen und ist dann in die falsche Richtung, in die Mauer gefahren. Dass Newey zumindest die Möglichkeit in Betracht zieht, dass tatsächlich der Bruch der Lenksäule passiert sein könnte, ist neu. Beim Prozess und auch in den Jahren danach ist das immer massiv abgestritten worden. Und ob bei einigen Leuten sich das Gewissen meldet oder ob gewisse rechtliche Dinge da eine Rolle spielen, schwer zu sagen. Wir sind dann alle angereist zur Beerdigung von Ayrton. Und es war einer der eindrucksvollsten Momente, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Es waren 10 Kilometer in Dreierreihen Leute aufgestellt. Ich glaube, das halb Brasilien hat sich da in Sao Paulo versammelt und war dabei, als er dann zum Grab getragen wurde. Ich bin schon gegen viele Größen gefahren, egal ob das Niki Lauda war, ob das Michael Schumacher war. Er dann war doch noch einmal eine Stufe drüber. Für mich ist Ayrton Senna die Spitze in unserem Sport, ist der beste Rennfahrer aller Zeiten. Und so halte ich ihn auch für mich in Erinnerung.